Nachdem wir bei den Drescher Werkstätten schon zu Besuch waren, sind wir heute beim Allgemeinen Behindertenverband des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf Einladung des Herrn Braun gewesen, haben uns dort speziell vor Ort umgehört, wie ist die Fördersituation, wo gibt es Baustellen und Probleme. Gerade im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs sind da noch ganz viele Sachen zu erledigen, damit eben eine völlige Teilhabe von Menschen mit Behinderung stattfinden kann. Wir haben das hier in den Räumlichkeiten gemacht des Stargarder Behindertenverbandes, wurden herzlich empfangen, nehmen auch ganz viel mit. Was ich auch kritisch anmerken muss oder was dort auch kritisch gesehen wird, ist eben, dass die öffentlichen Träger hier anscheinend bevorteilt werden, während das Engagement behinderter Menschen selber an sich ein bisschen hinten runterfällt, wenn es um Fördergelder des Landes geht. Das gucken wir uns an, das werden wir mit kleinen Anfragen auch noch hinterfragen und holen uns Zahlen, Daten und Fakten und gucken, wo wir Nachbesserungen vornehmen können. Und Inklusion darf nicht mit dem Ende der Schule zu Ende sein, vorbei sein, sondern muss weitergehen, dass den betroffenen Menschen ein selbstbestimmtes Leben möglich ist, auch im Berufsleben insbesondere. Und es muss dafür gesorgt werden, dass eben Inklusion ernst genommen wird und nicht nach der Schule endet. Das ist eine Problemlage, die ebenfalls kritisch besprochen wurde.